Hallo YouTube, willkommen zurück. Lange ist es her. Haha, hat gar nicht lange gedauert. Hat es tatsächlich gar nicht mal. Wir haben einfach nur die ROM nochmal neu geladen und dann ging's wieder. Martin, du musst blind daran gehen. Nein. Nein, ich gehe bestimmt nicht blind an den dritten Ohren ran. So, wir trainieren auf jeden Fall noch ein bisschen Petrushka. Wird, glaube ich, jetzt nur bei dem blöd, weil das ein Feuerspucker ist. Ich glaube, er auch. Ne, der hat ein Traumato, meines Wissens. Mittag ist BTW Level 20. Die sind doch eh alle schwach. Mittag ist BTW Level 20, ja. Das ist eigentlich gut zu wissen. Also, das Miltank sollte Osmose hinkriegen. Ich hätte vielleicht auch noch den, dem Aaron vielleicht mal eine ganz kurze Auszeit geben sollen auf der Box. Dann hätte er ja auch noch geheilt. Nee, Moment, du spielst ja Soul Silver. Level 19. Level 19 bloß. Ja, komm schon. Hallo YouTube, Missingo hat sich wieder mal gemeldet. Ja, Missingo, Dauergast hier. Und wir wollten eigentlich Horsi trainieren ein bisschen. Ich mach das hier gerade voll falsch. Ich meine, es war schön, dass Petrushka jetzt hier abräumt. Mein Voltoball, das ist definitiv was für Petrushka. Aber dann tauschen wir es wenigstens beim letzten. Ja, ich möchte wechseln zu Hosti. Ich finde das übrigens mit den Sprites dort unten immer noch ziemlich schön. Es funktioniert auch super. Level 10. Was kann Hosti eigentlich? Es kann ja noch nicht mal Metronom. Ach, das lernt es ja als erste Attacke, glaube ich, gleich. Wechseln wir mal zu Saphira. Der schöne Heilball. Es wäre so lustig, wenn Saphira gleich instant stirbt. Das passiert doch scheinbar. Das sollte ich lieber lassen, Osmose. Hilfe bitte aus. Bianca, der feuchte Traum der männlichen Jugend. Eine hübsche, hübsche Dame, die weiß, wie man mit langen Sitzen umgehen kann. Ja, Horsti, bisher kannst du noch nichts. Du kannst deinen Charme spielen lassen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber du kannst es definitiv. Bianca war schon ziemlich cool. Also du kannst Charme, Aussetzer und Sondersensor und gleich müsstest du Metronom lernen. Seinen Charme. Ja, Pokémon wechseln. Halten wir fest, also Voltoball Level 10 ist noch zu stark für ein Nidoran Level 12. Wir brauchen definitiv sehr viel Training. Oh Gott. Osmose, bitte. Do it noch einmal. Do it! Just do it! Ich finde dieses Ding, ihr kennt doch bestimmt auch diesen Just Do It-Typen, finde ich super. Ich habe den in letzter Zeit so häufig gesehen in irgendwelchen YouTube-Videos, die den einfach nur ihn mit Color Key-mäßig so einbinden. So cool. Stirb Osmose. Was? Wie kann man das schreiben? Osmose ist ein sehr gern gesehener Gast, der sehr gut mit Volltreffern arbeiten kann. Er hat schon einige Pokémon besiegt. Was YouTube-Zuschauer schon wissen. Er ist ein begehrtes Pokémon im Team. Wo ist die? Level 6. Läuft. Metronom. Ich wusste es. Wir haben den Erich besiegt. Jawohl. Ist es ein Voltoball oder ein Volkeball? Oh, das hab ich damals mal so verwirrt. Ich hatte noch nie einen so starken Gegner wie dich. Das sagt man mir öfters. Was? Du warst das? Du hast die Flagmon gerettet? Ja. Oh mein Gott, möchtest du mir deine Nummer geben? Nein, ich möchte die eigentlich. Nein. Egal. Jetzt kann ich dich jederzeit anrufen. Egal, ob es wichtig ist oder nur zum Plaudern. Oh, verdammt. Okay, Pokémon wechseln. Petrush. Ich weiß jetzt leider nicht, welches Level Petrushka ist. Das ist ein bisschen doof.
Ja, da ist so langsam musst du dich entscheiden, aber ich sag dir gleich, Lashoking wäre nicht im Team. Weil wir halt Osmose schon haben. So, genug Training. Nee, wir brauchen mehr Training. Ach so, du hast wieder Tomb Raider trainiert. Ich sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Petrushka weiterkämpfen gegen ein Magma. Osmose! Lange nicht mehr gesehen. Lashoking ist Psycho, aber ist er nicht Wasserpsycho? Nein, ich fahre mit Capoeira. Gut. Wird zwar ein bisschen dauern, bis du dann drankommst, aber... ja. ...1:35 Uhr und meine Pokémon sind noch nicht genug trainiert. Es ist schon wieder 1:35 Uhr, Leute. So heftig. Ich weiß gar nicht, wie viele YouTube-Folgen ich jetzt erst gemacht habe. Ich müsste das gleich mal überprüfen. Nach der Folge. Ich wäre auch nicht im Team, wenn er mich fängt. Ich werde im Pokébank vergammeln. Ich, sein Mod muss vergammeln. Giftpuder. Er hat, glaube ich, noch den Wachstum. Das Wachstum können wir erstmal vergessen. Wachstum braucht keiner. Wer muss schon wachsen? Geht mir nicht anders. Ich verstehe das nicht. Man wird euch ja wahrscheinlich ein bisschen nutzen. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie Eod sein wollte. Eod wollte doch Dingensen sein, oder? Relaxo? Nein, ich glaube, Eod hat sich ja ganz stark für Garados eingesetzt. Martin ist kein guter Pokémon-Streamer. Ach, Dice. Komm schon. Ich habe mir noch nicht so viele Pokémon-Streams tatsächlich angeguckt. Aber ich habe ein cooles Overlay. Das reicht doch, oder? Mehr braucht man noch nicht für einen guten Pokémon-Stream. Man muss den Chat einbinden. Tue ich. Ich meine, ich habe Osmose jetzt so oft in den Stream gesagt, mehr als er Nachrichten geschrieben hat, höchstwahrscheinlich. Aber er spielt ja nebenbei. Mein Stream ist scheiße, aber ich habe ein gutes Overlay, Martin 2017. Das könntest du sogar als Quote hinzufügen, das würde ich sogar ziemlich cool finden. Ein Viewer-Team und ein Mod-Team wäre doch fair. Wäre gar nicht mal so absurd eigentlich. Könnte man drüber nachdenken, Katuka. Der ist halt Nuzlocke, dann stirbt halt ein Osmose, dann kommt ein Erd. Dankeschön, Alex. Das spiegelt meine ganzen Streams wieder. Meine Streams sind zwar scheiße, aber hey, ich habe geile Overlays. Das passt so super. Das passt so super, ey. Klasse. Wir Mods sind ja Cool Cat. Willst du mit einem alten Feuerspucker wie mir Telefonnummern tauschen? Oh, geil, ja. Osmose ist wieder random am Lachen. Ich denke mir nur so, was ist jetzt schon wieder Osmose? Was habe ich falsch gesagt? Tom ruft an. Oh, hallöchen, Tom. Na, wie geht's dir so? Ich bin's, Tom. Ach, das habe ich gesehen, Mensch. Alles klar. In letzter Zeit sind mir viele wilde Zubat begegnet. Ja, das ist ja auch mit das meistgesehene Pokémon. Oh, Lamas mit Hüten. Karl, das tötet Menschen. Oh, das wusste ich nicht. Ach, beglückwünscht mich keiner zu 500 Punkten. Du hast geslottet? Oh, 500 Punkte, ja, Glückwunsch, kein Fels auf, aber jetzt mal drüber beschweren, die Chancen sind zu gering. Oh, das ist jetzt unangenehm. Was, Lava für Tüten? Oh, ich habe das damals geliebt. Das war so geil. Always, upsala, da fällt mir ein, ich habe die Sounds noch aus. Upsi. Du kriegst ein gratis Always.
Bitte schön. Ja, du musst die Osmosesteuer berechnen. Das stimmt schon, Dice. Die Hälfte geht immer an Osmose. Und sowas wie Schutzgeld. Vor allem darauf ein überteuertes Always, der bekommt's gratis. Das ist so geil. Oh Mann, ey. 42%! Das ist ja mehr als 41! Wir haben halt gerade echt nichts, um gegen Feuer-Pokémon klarzukommen, außer Osmose. Es ist unfassbar. Das Einzige, was wir noch hätten, wäre Aaron, aber der ist halt gerade doch ziemlich angeschlagen. Du bist die Ewald wieder los. Siehst du, so wie Eod. Eod ist seine Punkte schnell los bei mir. Das ist sehr schön. Irgendwas habe ich richtig gemacht. Dice, wie läuft's eigentlich bei dir mit dem Dampfen? Ich meine, ich habe dich ja damals zum Dampfen überredet, tatsächlich, oder verführt. Das klingt so scheiße. Ich habe einen Zuschauer zum Dampfen verführt. Wie läuft's eigentlich bei dir? Du hattest dich ja immer beschwert über deine Verdampferköpfe. Hat sich das jetzt eigentlich da wieder alles gelöst, geklärt? Läuft das besser? Läuft das schlechter? Wurdest du mal wieder in deinem Laden deines Vertrauens über den Tisch gezogen? Hast du jemanden über den Tisch gezogen? Du hast mich nicht verführt, ich wurde eher familiär dazu gezwungen. Das klingt sehr intim, was du da gerade mit mir machst, aber okay. Oh Gott. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich in den Raum rein oder rausgehe, dass ich gleich wieder diesen blöden Bug habe. Mein Onkel Buck. Ja, wir machen jetzt hier gerade eigentlich nichts außer trainieren, so blöd wie es klingt. Das ist gerade eine etwas langweiligere Folge. Ich musste den neuesten Coin noch nicht wechseln. Ich habe den am zweiten Mal gekauft und muss den auch bald wechseln. Dann werde ich sehen, ob ich wieder Stress habe. Ich hatte gestern meinen letzten Coin wechseln müssen. Der ist mir heute in meiner ersten Raucherpause auf Arbeit durchgebrannt und habe gedacht, ja geil. Und dann durfte ich erstmal schön in meinen Dampferladen des Vertrauens gehen und schön Asche liegen lassen. War das geil. Das hattest du mir ja geschrieben, dass du dir einen kompletten neuen Dampfer gekauft hast. Und da warst du ja schon so erbost, weil die dir den sowas von ans Herz gelegt hat, obwohl es da so viele Probleme gab. Das habe ich nur irgendwie noch in Erinnerung. Petruschka, aber du kannst dich nicht beschweren. Ich habe dich in diesem Stream echt sehr gut trainiert. Du bist schon Stufe 16. Stufe 16? Level 16. Stufen. Ich wusste ja nicht, dass ihr gerne Stängel im Mund habt. Das sind ja keine Stängel, wir haben richtige Rohre im Mund. Wer ist wir? Du und dein Keul? Ich und mein Keul. Keuli, Keuli, Keul, das klingt so falsch, scheiße. Oh Mann. Der ist besser, Der hat mir den Kopf auch empfohlen. Allerdings dampft er nicht so gut wie, finde ich. Also kommt nicht viel Dampf, obwohl ich auf 45 dampfe. Ja, du siehst ja, ich dampfe auf 18. Und bei mir kommt auch nicht sonderlich viel mehr. Da siehst du mal, was bei mir so rauskommt. Es ist okay. Ich brauche nicht unbedingt mehr. Du siehst, hast es jetzt, ich habe es jetzt wirklich mal provoziert, damit du es mal siehst. Also das kommt bei mir effektiv raus. Ja, jetzt bei mir. Das ist wie gesagt bei mir mit dem, das muss ich gerade selbst mal gucken. Das ist bloß ein E-Leaf Stick mit 40 Watt.
und ein Tank, wo du nur 20 Watt dampfen kannst. Und bei mir kommt ordentlich was raus, sage ich dir. Wo ist die Käsesahne? Ja. Scheiße. Oh Gott. Pick or it didn't happen. Was? Pick or it didn't happen. So, didn't. Sag mal, was ist mit meinem Englisch? Ach, Englisch spricht doch gar keiner mehr. Das muss ich nicht können. Wollen wir den Mond anzünden? Oh, ja, wir wollen den Mond anzünden. Komm schon, Dice. Lass uns den Mond anzünden. Liebend gern. Komm schon, Aaron. Wir können es ja erstmal bei Deutsch anfangen. Wir können erstmal mit meinem Deutsch anfangen. Also so von Richtigkeit her und von Grammatikalik her. Lass uns den Mond andampfen. Das können wir auch machen. So, Syntax mit hypotaktischen Satzbau. Oh, Petroschka. Das sollten wir lieber nicht tun. Das sollten wir nicht tun. Nein, nein, nein. Schön, dass ein Traumato ein Onyx erstmal slappen möchte. So richtig ein. Nein, das sage ich jetzt nicht. Piep-Slap halt, ihr wisst schon. Ihr wisst genau, was ich sagen wollte. Big Boss-Salute. Warum gibt es kein Naked Snake? Gibt es leider nicht bei den Sherrod-Emotes. Ich hatte extra geguckt nach Snake-Emotes, aber leider gab es. Der beste, den man sehen konnte, war echt nur diesen Big Salute. Du hast das Fields Batman. Kannst du dir die anzeigen lassen, welche es alle bei mir gibt, oder? Wie? Mir zeigt er die nämlich eigentlich nicht an. Ich finde Fields Batman ziemlich cool. Man sieht sie ja bei mir im Stream selbst. Fields Batman ist echt cool. Du meinst triangular einführen in einer helixförmigen Navigatorin? Reden wir gerade von Nami? Da bin ich dabei. Ist so traurig, dass ich schon wieder im Pokémon Center bin. Oh, ich habe schon ewig kein One Piece mehr geguckt, ey. Immer wieder sage ich mir, ich muss One Piece gucken, aber dann tue ich es doch nicht. Schlimm mit mir. Nein, ich rede von Porygon. Oh, Porygon. Bei X und Y hatte ich einen Haufen Shiny Porygon Zs gehabt. Und Porygon 2. Die habe ich teuer vertauscht. Die habe ich richtig teuer vertauscht. Hat auch Bock gemacht. Aber okay, dazu mehr in der nächsten Folge. Ich sag schon mal: Hi Handtuch, du kommst mir gerade ein bisschen zu nah. Ich möchte bitte eine Armlänge Abstand. Danke. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann an YouTube. Ciao.